Grüße euch, meine Lieben, zu den Tageskarten vom 1. bis zum 2. Februar 2018. Ja, wenn man erkältet ist, macht man so leichte Leichtsinnsfehler. Ihr merkt auch, ich bin noch erkältet. Aber nichtsdestotrotz hat das doch alles sehr gut geklappt. Dann, ja, heute ist ein guter Tag für ein Lächeln für 2008, unser Kalender. Ich habe hier einen Spruch ausgewählt. Ich wüsste gerne, ob der Schnee die Bäume und die Felder liebt, wo er sie so zärtlich küsst. Von Lewis Carroll. Was mir jetzt auch noch sehr gut gefällt, es gibt immer Blumen. Für diejenigen, die sie sehen wollen. Von Henri Matisse. Wir haben am Freitag Maria Lichtmesse. Und ich habe es euch auch ganz vergessen zu sagen. Irgendwie habe ich merkwürdigerweise keinen einzigen Kalender, wo Neumond und Vollmond drin steht. Und ja, aber in der Astrowoche, wo jetzt hier auch die Werbung drin ist von mir, wo ihr mich gerne aus Österreich und Deutschland anrufen könnt. Da stand drin, gestern Mittwoch, der 31. Januar war der Vollmond. Okay. Ich habe hier drei Lennemond-Karten für die beruflichen Tendenzen und mir sind 5 Karten für das Thema Liebe herausgefallen. Naja, was soll ich dazu sagen? Ihr könnt es handhaben, wie ihr möchtet. Ja? Sucht euch eine Karte aus. Aber ich bin noch nicht so ganz fit. Wir kommen auf jeden Fall zu unseren Krafttierkarten. Ich übernehme die Verantwortung für meinen energetischen Schutz. Ich öffne mein Herz und trage Licht und Liebe in die Welt. Indem ich das Vergangene zur Transformation loslasse, trete ich in meinen neuen Entwicklungszyklus ein. Okay, meine Lieben. Ich denke, wenn hier die Tageskarten vom Wochenende werde ich noch machen. Wenn aber meine Erkältung, meine Stimme hier nicht besser ist und dann werde ich mal eine Woche aussetzen. Ja, weil ich kann mir ja das ist so anstrengend, da eine Stunde auch zu reden. Wir kommen zu den beruflichen Tendenzen. Wir nehmen diese Karte und wir haben hier die Blumen. Ein Vorstellungsgespräch verläuft nach Ihren Wünschen. Sie halten die Zusage für eine neue Tätigkeit, wenn Sie derzeitig nicht wissen, in welche berufliche Richtung Sie sich bewegen sollen, so rät die Karte zum kreativen Bereich und zu einer Tätigkeit, die mit schönen Dingen zu tun hat. Und die nächste berufliche Karte ist hier der Storch. Sie setzen alle Raffinessen ein, um Kollegen, Mitarbeiter oder Vorgesetzte von einer neuen Idee oder einem neuen Projekt und einem genialen Plan zu überzeugen. Vielleicht verhilft Ihnen auch Ihre Redekunst zu einem lukrativen und angesehenen Posten.
Und die dritte berufliche Karte, wir haben hier die Lilien. Die passt ja auch sehr gut zu der zu der Jahreszeit, stellt ja auch den Winter mitunter dar. Sponsor, Sponsorin. Ein Förderer, Gönner oder Mäzen wird sie entdecken, unterstützen und nützlich für ihre Karriere sein. Ein Quantensprung steht bevor. So, wir kommen zum Thema Liebe. Für die 2 Tage hier haben wir erstmal den Fuchs. Ja, den sehen wir niemals gerne, aber steht auch mitunter für Intelligenz. Ihre manchmal holprige und schmerzliche Vergangenheit hat sie in Liebesdingen vorsichtig, klug und weise werden lassen. Sie fallen nicht noch einmal auf einen falschen Partner herein. Lasst sich nicht mehr von Äußerlichkeiten und heuchlerischen Liebesworten blenden. Das war Ihnen noch nie so klar wie heute. Auch vielleicht auch wieder rausgehen und ja, die Zeit genießen. Ja, begegnet man einem vielleicht auch ein paar Narren. Auf jeden Fall kommen wir hier mehr Klarheit mitunter rein. Und die nächste Karte, hier haben wir den Berg, steht aber auch für frische Luft. Also ich liebe definitiv die Berge. Ja, und ich gehe hier auch gerne raus und ich lüfte auch mal gerne die Wohnung durch. Ja. Ja, Sauerstoff ist wichtig, vor allen Dingen, wenn man Asthma hat und dann, wenn die mal wegbleibt und dann, ja, ist es dann doch ein bisschen schwierig. Hier, laut Iris Treppner, Sibylle der Salons, ihr Partner kommt nicht so recht in Schwung. Es läuft nicht rund. Die Frage lautet, warum ist das so? Haben Sie eine Dreiecksbeziehung oder verbringen einen Teil ihres Lebens mit Warterei, dann ist es besser loszulassen. Sind sie in einer langjährigen Beziehung und fühlen sich von ihrem Partner behindert oder versucht er gar, sie zu unterjochen, dann ist es an der Zeit, über einen Totalumbruch nachzudenken. Ja. Aber ja, das Nachdenken fällt einem vielleicht auch leichter, wenn man hier rausgeht an die frische Luft und einfach mal tief durchatmen, ein kleiner Spaziergang macht, egal wie das Wetter mitunter ist. Und es tut auf jeden Fall gut. Wir kommen zu dieser Karte. Hier haben wir den Turm. Das steht mitunter für eine gewisse Selbstständigkeit und für Behörden, ich habe auch festgestellt, für ein Hochhaus, ja, und aber auch für gewisse Einsamkeit. Hier Sinnspruch: Alleinsein ist der Weg zur Erleuchtung. Auch so Staat, Grenze, Isolation. Liebe, Sie durchleben gerade eine Trennungsphase, die sehr schmerzhaft ist. Nutzen Sie diese Zeit, um die Defizite der zerbrochenen Partnerschaft zu erkennen, sich zu verabschieden und loszulassen. Lassen Sie die schmerzlichen Gefühle zu. Sie haben keine andere Wahl. Flucht und Veränderung würde Ihre Qual nur unnötig verlängern. Ja, die Tendenzen sind ja jetzt, ich weiß nicht, was mit diesen Tagen hier los ist. Ja, vielleicht braucht man einfach so ein bisschen Rückzug vor dem Faschingsansturm, weiß vielleicht noch nicht so richtig, was man hier anziehen soll, die närrische Zeit, ja, dass man sich vielleicht auch ein bisschen zurückzieht und vielleicht die letzten Nadelstiche macht am Kostüm, ja.
Und hier haben wir die Mäuse. Oh, Hüte hab und gut, sonst hat's ein anderer. Eine Beziehung ging kürzlich zu Ende oder bricht jetzt auseinander. Seien Sie deshalb nicht traurig. Wären Sie beide füreinander bestimmt, so würde das Schicksal diese Trennung nicht dulden. Okay, also in meinen Beratungsgesprächen habe ich gemerkt, dass hier manche an einer Wegkreuzung stehen, wie sie sich entscheiden, warum verhält er sich so und so. Die Energien waren hier einfach, ja, die Steinbock-Energie hatten wir, wo wir wirklich karriereorientiert waren. Jetzt haben wir hier die Wassermann-Energie seit 10 Tagen und die sehr freiheitsliebend macht. Ja, ne, so, Okay, also ich freue mich auch riesig auf den Fasching. Werde jetzt hier nicht keine großen Sprünge machen. Also mich hier irgendwo in die Kälte stellen, das ist jetzt nicht meins. Und ja, so ein bisschen ein paar Pütten reden. Und das war früher, war ich früher sehr interessiert und eine habe ich schon hinter mir in diese Hälfte versäumt. Naja, gut. Aber ja, jetzt schaut mal an, die ganze Woche habe ich hier mitunter Karten, was das Thema Liebe betrifft, ja, die nicht gerade so himmelhoch jauchzend sind, ja. Und hier haben wir jetzt, ja, vielleicht, wenn du jetzt ein Mann bist, vielleicht triffst du dich gerade auch mit deiner Geliebten, ja, oder telefonierst mit der Kartenlegerin. Mitunter steht hier auch die Schlange für das Thema Kartenlegen. Und wir schauen jetzt mal rein, was die Schlange, also die Irrwege des Lebens wählen wir selbst. Sie oder ihr Partner haben falsche Vorstellungen und Motive, um eine Bindung einzugehen. Überprüfen Sie diese genauer und klären Sie Missverständnisse, damit Ihnen Enttäuschungen erspart bleiben. Nur gelegentliche Leidenschaft ist einer festen Partnerschaft hinderlich. Ja. Aber so die Tagestendenz, wenn ich jetzt die Tagestendenz der Schlange mit unterhernehme von Iris Treppner, sie üben eine magische Anziehungskraft auf ihre Mitmenschen aus. Es ist daher möglich, dass in unmittelbarer Zukunft eine verflossene Liebe wieder auf sie zukommt oder ihr Ex-Chef sie fragt, ob sie ihren alten Job zurückbekommen möchten. Das ist auch einer Dame hier passiert. Wir haben hier auch so von Iris Treppner gesundheitlich Entschlackung und Fasten sind angesagt. Trinken Sie viel Tee, Wasser und zuckerfreie Säfte. Bereiten Sie sich eine heiße Brühe, bevor Sie ins Bett gehen und entlasten Sie Ihren Körper bewusst. Achten Sie außerdem auf den Darmbereich. Er ist zurzeit anfällig für einen Infekt. Also es würde mal auf jeden Fall auf mich zutreffen, aber es kann auch sein, dass er hier in diesen Tagen eine Freundin besucht oder mit einer Freundin weggeht oder die Mutter besucht, ja, oder eine weibliche Verwandte mitunter zu Besuch kommt. Aber definitiv, solltet ihr hier auf den Fasching gehen, ist es vielleicht mit der Freundin. Es gibt natürlich auch Blender, die einem sagen, ja, ich habe mich von jetzt auf nachher in dich verliebt und ich bin so verliebt, ich möchte mit dir zusammen sein. Da fallen wir natürlich nicht drauf rein. Hier ist es vielleicht auch Blödsinn in der Einsamkeit zu verharren. Also ich definitiv werde an diesen Tagen zu Hause bleiben. Im Hochhaus. Werde wahrscheinlich Karten legen. Ja.
höchstens meine Gesundheit spielt mir aber einen Streich und ich bin heiser und kann hier nicht telefonieren. Das ist auch klar. Ja, ruht euch aus. Ja, so Brühe und Tee habe ich jetzt sehr viel gemacht die letzten Tage. Über eine Woche würde ich sagen. Und es hat mir auf jeden Fall mitunter geholfen. Kuriert euch aus. Trinkt kein Alkohol. Und vielleicht geht ihr auch erst samstags raus und feiert euren Fasching. Wir kommen jetzt aber mal zu den nächsten Karten. Ich sehe gerade, wir haben schon 15 Minuten. Und hier haben wir den magischen Fluss. Alles ist im umfassenden Strom des Bewusstseins miteinander verbunden. Vermeintlich hat jedes deiner Erlebnisse seine eigenen Lebensgeschichte mit einem Anfang und einem Ende. Jedoch liegt eine Gefahr darin, die Ereignisse als getrennt voneinander zu betrachten, obwohl sie in Wirklichkeit alle Teile eines größeren Zusammenhangs und eines umfassenden Werdens sind. Wie ein ewiger magischer Strom ergießen sich deine Erlebnisse in die Welt, gehen ineinander über, prägen und beeinflussen wieder andere Erlebnisse. Selten sind Eingebungen, Offenbarungen und Erfindungen einzelnen Menschen vorbehalten. Das kollektive Bewusstsein ist ein gemeinsamer Vorrat an Potenzial. Wenn du dich darauf besinnst, dass du Teil des unaufhörlichen Lebensflusses bist, wirst du großartige Inspiration empfangen. Erlaube der Magie, dich zu durchströmen und deine Träume in die Wirklichkeit zu tragen. Dein Erfolg wird vielen Menschen zugutekommen. Auf jeden Fall beruflich sah es ja wirklich gut aus. Und vom Engel Orakel von Doreen Virtue. Hier haben wir gesunde Lebensweise. Ja, das wird hier eben noch mal zusätzlich verstärkt. Ernähre dich gesund, gönne dir ausreichend Schlaf und trainiere regelmäßig, um optionale Gesundheit zu erlangen. Zusätzliche Botschaft. Sie kreieren gemeinsam mit den himmlischen Kräften ihre Gesundheit, indem sie ihrer inneren Führung bezüglich ihrer Lebensgewohnheiten folgen. Sie spornen dich innerlich an, damit du deine Ernährungsweise verbesserst oder regelmäßig Fitness betreibst oder dir mehr Ruhepausen gönnst. Der Grund meines Ansporns ist nicht, dass ich an dir herummäkeln oder dich deiner Vergnügungen berauben will. Vielmehr ist mein sanftes Drängen die Antwort auf deine Gebete für mehr Energie, verbessertes Wohlbefinden, Gewichtsverlust und ein glücklicheres Lebensgefühl. Wenn du gut auf deinen Körper achtest, verbessert sich auch deine Lebenseinstellung und deine Selbstachtung auf ganz natürliche Weise. Zusammenarbeit hier mit Erzengel Raphael. Raphael ist der himmlische Arzt und der verschreibt präventive und heilende Medizin in Form göttlicher Intervention und führt im ernsteren Fall begibt er sich im Sturzflug in die jeweilige Situation und umgibt sie mit Liebe und seinem smaragdgrünen Heilungslicht, was die Situation sofort heilt.
Doch im letzteren Fall, der tatsächlich öfter vorkommt, wird Raphael ihnen Intuition und Hinweise zukommen lassen, die ihnen zeigen, wie sie selbst bei der Heilung der Situation helfen können. Okay, und der Engel, hier haben wir Erzengel Zadkiel, der Glaube. Wir können nicht tiefer fallen als die Hände Gottes. Wenn wir erkältet sind, sind wir erkältet. Dann kann man nichts dran ändern. Mein Leben ändert sich zum Besseren. Ich entfalte jetzt alle meine Gaben und Talente. Ich bringe nun Gesundheit, Glück, Wohlstand und inneren Frieden zum Ausdruck. Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag und Freitag. Bleibt gesund und ich wünsche allen Narren eine schöne Faschingszeit. Tschüss.